Ich habe euch ja bereits angekündigt, dass ich euch etwas zeigen werde, was die meisten von euch wahrscheinlich nur schwer fassen werden können. Beachtet bitte, dass wir uns hier in Bayern befinden, dem Bundesland mit dem vermutlich schärfsten Justizapparat in ganz Deutschland. Im Folgenden kommen jetzt ein paar Originaldokumente. Es handelt sich ausnahmslos um eingescannte Urkunden, die deutsche Gerichte und Behörden mir persönlich zugestellt haben. Nicht, dass ihr denkt, es sei leicht gewesen, an Dokumente zu kommen, die das wahre Ausmaß der Zersetzung des deutschen Rechtsstaats schwarz auf weiß nachweisen. Ich habe meinen Kopf geopfert, um euch das zu zeigen, was jetzt kommt. Dieses Video ist prinzipiell vor allem für meine Familie, meine Verwandten und Bekannten und für alle, die es interessiert, wie in Deutschland das seit Jahrhunderten geltende Beurkundungsrecht durch die Hintertür still und leise abgeschafft wurde. Ich denke, Sie kennen das Ganze. Haben Sie schon mal einen Strafzettel bekommen? Dort steht seit einigen Jahren immer öfter und heute fast nur noch der Satz: Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist deshalb ohne Unterschrift gültig. Die meisten von Ihnen werden nun denken, klar, ist doch logisch. Die vielen Strafzettel kann kein Mensch mehr unterschreiben. Aber ich glaube, Sie haben darüber noch nicht allzu tief nachgedacht. Was passiert, wenn dies nun auch für Strafbefehle oder sogar für Haftbefehle gilt? Was passiert, wenn Sie wie in der DDR für 2 Jahre in Haft kommen und Sie haben keinerlei Unterschrift irgendeines Richters? Glauben Sie, dass Ihnen das in der Bundesrepublik passieren kann? Nicht? Pech gehabt. Sie hatten nur nicht den Mut, es selber auszuprobieren. Es gibt aber einige wenige, die probieren es aus. Es sind Menschen wie ich, die wissen wollen, was in diesem Land los ist. Was kennzeichnet einen Rechtsstaat? Ganz einfach, die Rechtssicherheit aller Bürger. Und was ist Rechtssicherheit? Es ist die Sicherheit, dass ich weiß, mit wem ich es im Rechtsverkehr zu tun habe. Das kann eine Firma sein, irgendein Nachbar oder irgendein Beamter, der irgendetwas von mir will. Meistens natürlich nur mein Bestes. Um nachzuweisen, dass alles ordentlich abläuft, werden alle wichtigen Rechtsgeschäfte beurkundet. Dies geht natürlich nicht mit drei Kreuzen, sondern mit einer Namensunterschrift. Die Unterschrift stellt sicher, dass die Person, die das Rechtsgeschäft durchgeführt hat, anhand einer Schriftprobe auch später möglichst zweifelsfrei und rechtssicher festgestellt werden kann. Deshalb war es jahrhundertelang deutsches Recht, dass gültige Verträge einer Namensunterschrift bedurften. Bei einseitigen Rechtsakten des Staates gegenüber dem Bürger, zum Beispiel bei einem Bescheid oder einem Urteil, war es selbstverständlich, dass der zuständige Beamte oder Richter den Rechtsakt mit Namensunterschrift beurkundet hat.
Wenn Sie heute ein Haus kaufen, dann müssen Sie zum Notar. Wenn Sie dort anfangen, eine unleserliche Fantasieunterschrift zu kritzeln, werden Sie sofort darauf hingewiesen, dass Vor- und Zunahme vollständig ausgeschrieben und alle im Namen enthaltenen Buchstaben zumindest im Ansatz erkennbar sein müssen. Wenn Sie ganze Buchstaben auslassen oder gar Ihren Namen abkürzen und nicht zu Ende schreiben, dann wird Ihnen der Notar erklären, dass Sie gerade keine Unterschrift geleistet haben, sondern eine Parafe, also ein Namenskürzel vorliegt. Sie müssen dann Ihre Unterschrift wiederholen und wenn diese akzeptabel erscheint, beglaubigt der Notar, dass Sie diese Unterschrift persönlich geleistet haben. Genau das Gleiche macht bei Gericht seit Jahrhunderten der Urkundsbeamte. Als es noch keine Drucker gab, da musste der Urkundsbeamte jede Ausfertigung eines Urteils oder sonstigen Beschlusses mit der Schreibmaschine abtippen. Diese Ausfertigung legte er dann dem zuständigen Richter zur Beurkundung vor und wohnte dieser als Zeuge bei. Dann beurkundete er selbst die richterliche Unterschrift mit seiner eigenen, genau wie beim Notar. Somit hatte jeder Empfänger eines Urteils oder sonstigen Bescheids Rechtssicherheit. Er hatte das vom Richter unterschriebene Urteil und er hatte als zusätzlichen Zeugen noch den Urkundsbeamten, der schriftlich beglaubigt hat, dass die Unterschrift des Richters echt ist. Und ich muss euch leider heute sagen, dass genau diese Art und Weise, welche jahrhundertelang eine der Hauptgrundlagen des deutschen Rechtsstaats war, von der Bundesrepublik Deutschland still und heimlich durch die Hintertür abgeschafft wurde. Dies geschah in den letzten Jahren durch eine gewaltige Täuschung der Bevölkerung und mit einem Argument, welches so aberwitzig ist, dass man es auf den ersten Blick dann sogar glaubt. Die deutschen Gerichte und auch alle anderen Ämter seien so überlastet, dass es den Verantwortlichen unmöglich zumutbar sei, die Dokumente noch alle selbst zu unterschreiben. Stattdessen reicht der oben schon zitierte Satz: Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt. Glauben Sie das wirklich? Man kann es glauben. Und wenn man wegen zu schnellen Fahrens geblitzt wird und einen Strafzettel über 50 Euro erhält, dann zahlt man den und macht sich keine weiteren Gedanken. Was aber, wenn es um mehr geht? Zum Beispiel um einen Haftbefehl, weil jemand sich weigert, die Zwangsgebühr fürs Fernsehen zu bezahlen. Was ist, wenn die Polizei gewaltsam in Ihr Haus einbricht und alles Mögliche einschließlich Ihres Computers samt der Familienbilder einfach beschlagnahmt? Was ist, wenn zwei bewaffnete Polizisten Sie in Handschellen abführen, obwohl gar keine Unterschrift Ihres Richters vorgelegt werden kann? Wissen Sie, was dann passiert? Ich hab's erlebt. Man lacht und meint, das sei schon länger so, dass nur noch die Geschäftsstelle unterschreibt und nicht mehr der Richter persönlich. Es gäbe schließlich eine Urschrift, alleine die sei vom Richter unterschrieben und sie lagere im Keller des Amtsgerichts im Archiv.
Das dachte ich auch. Und ich wollte es wissen. Also bin ich sofort zum Anwalt und habe gefragt, ob er für mich am Amtsgericht nachschaut, ob so eine unterschriebene Urschrift wirklich existiert. Das kann nur der Anwalt, denn nur Rechtsanwälte können in der Regel die Akteneinsicht beantragen. Ahnen Sie schon, was dann passiert ist? Er hat mir gesagt, dass er das nicht machen kann, weil er seine Familie ernähren muss und auch ich soll an meine Existenz denken. Man muss dabei wissen, dass sich die zuständige Richterin für den Haftbefehl bereits vorher per Einschreiben darum gebeten habe, mir gegenüber schriftlich zu versichern, dass eine von ihr persönlich unterschriebene Urschrift tatsächlich existiert. Eine Antwort blieb aus. Die Richterin ist abgetaucht. Sie ist abgetaucht und hat Wolfratshausen dann inzwischen verlassen und arbeitet, soweit ich weiß, wieder in München. Der zweite Anwalt hier in Wolfratshausen, den ich gebeten habe zu schauen, ob eine unterschriebene Urschrift existiert, hat mich ausgelacht. Und das, obwohl ich ihm 1000 Euro dafür geboten habe und seine Kanzlei ist nur wenige hundert Meter vom Gerichtsgebäude entfernt, sodass es überhaupt kein Problem gewesen wäre, kurz nachzuschauen. Er hat gefragt, warum ich das unbedingt wissen will, und ich habe ihm geantwortet, dass es in einem Rechtsstaat doch ganz normal sein sollte, wenn ein Bürger die Unterschrift eines Haftbefehls prüfen möchte. Ich war ja bereit, alle notwendigen Gebühren dafür zu bezahlen. Er hat gemeint, ich will wohl Bürgermeister werden und hat mich hinauskomplimentiert. Jetzt kennen Sie das Geheimnis der Bundesrepublik Deutschland. Alles, was Sie an den Staat zahlen, jeden Strafzettel, die Steuern, die Rundfunkgebühren, Sie bekommen niemals die gültige Unterschrift irgendeines Verantwortlichen. Allenthalben bekommen Sie Paraphen, also Namenskürzel, die gar keine Unterschrift darstellen und diese immer nur von nicht verbeamteten Sachbearbeitern. Die gesamte deutsche Richterschaft und sämtliche verantwortliche Beamte in den deutschen Behörden verweigern seit Jahren kollektiv die Unterschrift und kaum jemand hat es bemerkt. Nach 10 Jahren genauester Beweiserhebung und mehreren Aktenordnern voller Schriftverkehr mit zahlreichen deutschen Gerichten und Behörden geht für mich dieser Weg nun zu Ende. Es ist an der Zeit, die Bevölkerung auf diesen massiven Anschlag auf den deutschen Rechtsstaat hinzuweisen. Denn viel Zeit bleibt nicht. Es kann nämlich gut sein, dass ich demnächst wieder weggesperrt werde, zum dritten Mal, ohne jemals im Leben die Unterschrift eines Richters gesehen zu haben. Und wohin die Reise führt, wenn jemand nicht spurt, sondern Fragen stellt, das zeige ich Ihnen jetzt. Und Sie werden umkippen. Wie erklären Sie sich das? Schauen Sie genau hin. Glauben Sie wirklich, im Bundesamt für Justiz BFJ arbeiten im gleichen Büro 3 verschiedene Frau Schmitz? Weshalb erhalte ich seit Jahren unzählige Schreiben und Strafandrohungen vom BFJ, alle
ohne Unterschrift. Und dann, wenn man hartnäckig bleibt und den Präsidenten persönlich um Auskunft zu diesen elektronischen Schriftstücken bittet, dann erhält man tatsächlich 3 Unterschriften. Und diese Unterschriften sehen Sie hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr desillusioniert. Der Rechtsstaat in Deutschland wurde bereits abgeschafft. Nur gibt es kaum jemanden, der es bis jetzt gemerkt hat. Und die ARD und alle anderen zwangsfinanzierten Medien werden Ihnen bestimmt nicht darüber berichten. Weitere Videos meinerseits werden folgen. Bleiben Sie am Ball und vergessen Sie nicht den Daumen und die Glocke, wenn Sie auch der Meinung sind, dass hier in Deutschland einiges schiefläuft. In Wirklichkeit sind wir nämlich auf dem Weg in eine neue Diktatur à la DDR 2.0. Manche haben den Braten schon gerochen und machen sich kundig. Zum Beispiel durch ein Abonnement des Kompaktmagazins von Jürgen Elsässer oder lesen Bücher vom Kopf Verlag. Die Bundesrepublik und deren unterschriftsverweigernde Marionetten befinden sich mittlerweile in ihrem letzten Kampf. Und umso wichtiger wird es sein, die finsteren Machenschaften dieses volksfeindlichen Systems lückenlos nachzuweisen. Teilen Sie dieses Video, solange es in diesem Land noch möglich ist. Und beten Sie für mich, wenn man mich demnächst für einige Zeit aus dem Verkehr ziehen wird. Bis bald und gehabt euch wohl.